Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme-Session Let's Play Minecraft. Und ja, ich bin Dr. Dübel und es regnet. Und, oh hoppla, was haben wir denn so im Inventar dabei? Wir wollten zum Holzhaus zurück. Aber erstmal will ich mal eben diese Doppeltür hier fixen. Die ja jetzt allerdings ein neues Doppeltürsystem haben. Aber das Ganze muss erst noch wieder vernünftig eingerichtet werden. Sonst funktioniert es nämlich nicht. So. Zack. Daneben. Weg. Und da unten noch eine Tür. Nee. Gut. Dann. Und den Weg muss ich ja auch noch ein Stück weiter bauen. Wie geht's denn eigentlich um sein Tierchen? Ja, dann lass es ein bisschen regnen. Habe ich was zu essen dabei? Natürlich nicht. Aber ein Ei. Gut, dann erstmal nach unten gehen und ich glaube... Genau. So, das hatte ich mal eben vergessen. Da habe ich noch was zu essen. Das Rohfleisch aus. Das muss noch einmal in den Ofen. Hier sind noch 64 Ziegel fertig. Ich habe schon überhaupt keinen Plan mehr, was ich noch alles gemacht habe hier. Ist auch egal. Ich pflanze mich jetzt mal ins Bett. Hier wollte ich das Fleisch mitnehmen und vorher doch noch ein bisschen mehr Holz fällen gehen. Denn ich glaube, das wird eng. Gesehen, die können wir auch gleich nochmal töten. Spinni. Oh, Creeper. Das könnte schwierig werden. Und oh, ein Apfel. So. Wieder ein bisschen Holz farmen gehen hier. Ich weiß, dass das langweilig ist, aber das muss leider sein, um das neue Haus zu bauen. Mal warten, bis das alles fertig ist soweit. So. Das sollte erstmal reichen. Nee, natürlich wieder nichts dabei. Wieder prima gelaufen. Wenigstens die Hacke habe ich dabei. Beide ernten gehen. Ach, ich muss ja gar nicht mehr schleichen. Reicht ja mit dem nochmal. So, dann wollen wir nochmal ein paar kleine Babys produzieren hier. Rein.
Tierchen. Ein paar Eierchens. Und dann geht's jetzt erstmal weiter nach da drüben. Halt irgendwas futtern. So. Da hinten sieht man schon die Umrisse des Hauses. Zack. Und zack. Ich habe natürlich eine Schaufel dabei. Das ist ja wieder prima gelaufen. Ich war wieder vollstens hier. Der Baum auch erstmal weichen. Ich werde jetzt auch erstmal den Weg so weit ausheben wie möglich, damit der erstmal fertig ist und ich erstmal weiß, wo ich den dann langlegen muss. Dann kann ich hinterher ein bisschen damit fahren gehen. So, wir können stehen bleiben, wir sind hoch genug. Der Baum da vorne macht mir auch ein bisschen Probleme. Der muss ebenfalls weichen. Halt möglichst mit der Axt. So. Und jetzt reicht's auch erstmal mit dem Ausheben. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Denn ich habe hier ja irgendwo eine Brücke rüber über den Fluss gebaut. Der dort hinten irgendwo in der Karte ist. Irgendwo. Hier sieht es so aus. Da ist der. Da ist der Brücke. Der Brücke. Ja. Hier ist der Brücke. Da wollte ich auch nochmal irgendwann ein Geländer rüberlegen. Aber das kommt dann noch irgendwann. Und jetzt geht's erstmal hier weiter ins Haus. Zack und hoch. Und yay. Gut, mit Glas habe ich natürlich auch nicht mehr. Und auch wieder alles mitgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Also, und die Sachen sind alle weg. Ist ja primast gelaufen hier. So. Ich stelle hier jetzt erstmal eine Werkbank hin und mache an der Werkbank mal ein paar Kisten. Zack. Eine noch. Dann kann ich nämlich 4 große Kisten machen. Nicht runterfallen. Und da kann ich dann jetzt erstmal alles reinpacken, was ich so brauche für den Bau. So, dann noch das Holz hier einmal vercraften. Ach, das sind jetzt ja auch, ist jetzt ja auch neues Holz. Das heißt, ich kann nur noch das Holz hier benutzen und nicht mehr das hier. Jetzt noch einen Ofen. Ofen. Den brauche ich dann nämlich auch noch irgendwann. So, noch irgendwas dabei, was ich machen müsste? Nein. Gut, dann kann ich eigentlich auch erstmal zurück, weil ich nämlich... Ah, halt, noch nicht. Erst noch
hier zwei Schaufeln draus machen und ein bisschen Sand farmen gehen. Da vorne ist nämlich ein schöner Strand. Den würde ich gerne einmal abfarmen. Und dann auch noch die, aua, die Kühe da drüben töten, um das Leder zu bekommen. Das war knapp. Ich glaube, das mit den Kühen mache ich mal zuerst und dann farme ich hier mal den Strand weg. Verdammt, kein Leder. Gebt mir Leder. Ich brauche Leder. Zwei Leder hat sich ja nicht gerade gelohnt. Also, gut, dann auf zum Strand. Es fällt überhaupt nicht auf, wenn ich hier jetzt so ein bisschen Sand wegbuddel. Das sieht ganz natürlich aus. So. Zack. Dann jetzt da hinten hin. Da oben ist noch eine Kuh. Schnappt sie euch. Auf sie mit Gebrüll. Oh, dann bemerkt sie uns. Ja, noch mehr Leder. Da hinten ist eine Wüste, aber die würde ich erstmal ungern abfarmen. Weil die sieht man nämlich auf jeden Fall von unserem Haus aus. Da sind noch mehr Kühe. Und jetzt wird es natürlich auch wieder dunkel. Das ist ja primast gelaufen. Wird es schon dunkel? Ja, es wird langsam dunkel. Das heißt, noch ganz, ganz fix die Kühe da gemetzelt und dann zurück zum Haus. Und Level 7. Yay. Oh, gleich zwei Leder. Und dir geht's jetzt auch noch ans Leder hier. So. Und jetzt rennen wir mal ganz, ganz fix wieder nach Hause. Weil sonst könnte das tödlich enden hier. Scheiße. Das könnte in der Tat gefährlich werden. Und ich habe nicht mal Joghurt dabei. Ja, ich habe gerade Joghurt gesagt. Creeper, Zombies. Ja. Lass mich jetzt lieber nicht auf einen Kampf ein. Erfahrungspunkte muss ich einsammeln. Die Mobs sind ja jetzt auch schlauer geworden, das heißt, wir müssten bald mal den Weg sichern mit Kakteen oder sowas in der Art. Enderman. Zwei Stück. Laufen. Ganz weit laufen. Dann mache ich hier jetzt mal eben eine ganz kurze Unterbrechung. Ich muss nämlich mal eben ganz kurz was überprüfen und dann sehen wir uns gleich wieder.